Amen. Ein herzliches Grüß Gott im Stift Heiligenkreuz. Wie Sie an meinem Gewand sehen, bin ich Ordensmann, ich bin Zisterzienser. Mein Name ist Pater Karl Wallner. Ich bin seit 30 Jahren Mönch hier in Heiligenkreuz. Und heute haben wir etwas für uns doch Ungewöhnliches vor. Wir wollen Ihnen in Form einer Live-Talkshow das Kloster Heiligenkreuz, unsere Gemeinschaft, ein klein wenig vorstellen. Ich möchte Sie von ganzem Herzen begrüßen und weil wir Christen sind, weil wir Mönche sind, weil wir Gott geweiht sind, weil dieses Kloster hier, Heiligenkreuz, seit 1133 der Gottesmutter Maria geweiht ist, wollen wir diese kommende Sendung ganz Ihrem Schutz, Ihrer Fürsprache anempfehlen. Und ich lade Sie deshalb ein, vielleicht etwas ungewohnt für eine Fernsehsendung, aber es ist doch das Wichtigste, das wir tun können. Ich lade Sie ein, dass wir mit einem Gebet beginnen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Nochmals ein herzliches Grüß Gott und dann begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den, der uns diese Sendung auch musikalisch verschönern wird, Frater Clemens Hottmann am Klavier. Wir wollen Ihnen das Kloster aus verschiedenen Perspektiven vorstellen, von jungen Mönchen. Wir wollen Sie vorstellen, am Schluss dann auch den Herrn Abt, unseren Hirten, unseren Vater. Wir wollen Ihnen zeigen, was 82 Mönche hier so den ganzen Tag über tun und welche Tätigkeiten uns anvertraut sind. Ich habe die große Freude, dass ein junger Mitbruder, Pater Johannes Paul, Neupriester, mein Co-Moderator ist. Pater Johannes Paul, auch du herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, was Sie hier erleben, ist Stift Heiligenkreuz fürs Fernsehen und ich freue mich, diese hochprofessionelle und außergewöhnliche Sendung zusammen mit jemandem zu moderieren, dem wir noch keinen Applaus geschenkt haben, der sich einen aber ganz, ganz sicher verdient hat, nämlich unser außergewöhnlich großartiger Pater Karl Wallner. Dankeschön. Ja, und jetzt, du wirst ja, glaube ich, jetzt einmal ein paar Bilder auch uns zeigen, ja, damit wir mal sehen, wie es ausschaut. Ich glaube, das wäre das Beste, ja, weil sonst sehen die nur, wir sitzen hier ja in der Cafeteria der Hochschule. Ja. Das ist eigentlich ein untypischer Raum für Mönche. Schauen wir uns mal an, anhand von einigen Fotos, wie den Heiligenkreuz im Wienerwald so ausschaut. Was Sie hier sehen, ist das Wappen des Stiftes Heiligenkreuz. Wir sind 880 Jahre alt. Die Segenshand ist unser Wappen. Ich freue mich auch über das Publikum, ja, dass Sie alle da sind. Jetzt geben wir mal dem Publikum einen Applaus. Schön, dass Sie da sind. Pater Prior. Pater Prior, du bist Prior dieses Klosters. Du warst sehr lange Novizenmeister. Du bist nicht mit 18 eingetreten. Was hat dich nach Heiligenkreuz geführt? Ich denke, dass der liebe Gott war, der mich nach Heiligenkreuz geführt hat. Eindeutig, ja. Ja, es gab ein bisschen ein paar Umwege. Ich bin mit 35 nach 20-jähriger Kirchenmusikertätigkeit über Frankreich direkt nach Heiligenkreuz geführt worden. In zwei Nächten sozusagen von Avignon nach Unkel, nach meiner Heimatstadt. Und von da aus bin ich dann hier hingefahren und da geblieben gleich. Ich lebe ja mit dir im Kloster, ich bin viel unterwegs, aber von dir kann ich sagen, du bist immer da, du bist immer beim Chorgebet.
Was ist das Chorgebet? Wie kann man das den Leuten erklären? Was machen wir Mönche da, wenn wir uns da insgesamt 3 Stunden am Tag in die Kirche stellen und lateinische Psalmen singen? Also ich denke, dass das, was Sacrosanctum Concilium 8 sagt, sehr treffend dafür ist. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels. Das sind die Heiligen und die Engel. Und mit denen versuchen wir zusammen zu singen. Das ist meistens menschlich gesehen ein ziemliches Gestammel. Aber ich denke, dass der liebe Gott das sehr, sehr gerne hört, dass er unser Beten annimmt, weil es ja doch im Grunde genommen unser Leben ist, was wir ihm im Gebet hinhalten. Bleiben wir noch bei den Gästen. Die können also überall dabei sein? Oder gibt es da irgendwie... Am Chorgebet, an der Heiligen Messe, ja. Können die? Die können teilnehmen, ja. Die haben auch einen Schlüssel, mit dem kommen sie in den Kreuzgang. Okay. Also du gibst denen einfach einen Schlüssel und die... Ja, der ist bei jedem Zimmerschlüssel ist noch ein Schlüssel dabei, wo man auch einen Kreuzgang kann. Okay. Das heißt, die Leute können auch länger bleiben, also nicht nur einen Tag, sondern können auch über Nacht bleiben. Ja, schon, aber ganze Woche. Ja. Wenn was frei ist, ja. Und was können die dann machen? Was machen die dann, wenn die eine Woche da sind? Gut, da gibt es viele Möglichkeiten, also im Chorgebet natürlich. Ja. Manche interessieren sich für die Hochschule, fragen, ob sie dann in die Vorlesung sich reinsetzen können, was auch geht. Ja. Ja. Und was gibt es sonst für Möglichkeiten? Wir sind im Wienerwald, schöne Natur. Okay. Ich möchte nur sagen, ich glaube, zu viel Werbung dürfen wir nicht machen. Ja. Weil wir haben ja wir haben wenige, wie viele Betten hast du? Also Zimmer, wir haben 10 Zweibettzimmer, 2 Einzelzimmer und dann 3 größere Jugendherbergsräume mit Stockbetten. Ja. Ja. Können Sie, Frauen auch kommen? Auch, natürlich, ja. Können auch kommen. Ja. Können auch kommen, ja. Oder was sind die schönsten Augenblicke im Leben eines Mönchs? Na, immer wieder, nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft, immer die wunderbare Gemeinschaft, die wir hier in Heidelberg sind. Ja. Dass im Jungen und mit Alten wunderbar zusammenleben. Und gerade, wir haben leider nur einige Alte, wie die Jungen sich um uns Alte besorgt zeigen. Das würde ich zum Beispiel in eine Fernsehsendung einladen. Also wir sind keine schon Heilige? Nein, nein. Wir sind wirklich auf dem Weg, aber wir leben ein Leben, wie es einmal Isa Vermehren in einem wunderbaren Interview auch gesagt hat, um das uns vielleicht viele beneiden würden, wenn sie es kennen würden. Mhm. Ich glaube wirklich, dass wir hier ein Leben haben, das ein Stück Himmel schon vorwegnimmt, auch wenn wir natürlich uns manchmal gegenseitig das Fegfeuer bereiten. Ja. Aber das gehört zur Reinigung. Ein Purgatorium tut ja der Seele ganz gut, nicht das Feuer durchdringt Seele und Mark, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht also die Fruchtbarkeit, nicht? Der sterbende Weizenkorn, nicht? Also dass wir wirklich auch, also du musst mich ja auch ertragen, ja. Also das sind. Ich schätze den Pater Karl sehr. Ja, danke. Das wollte ich jetzt nicht. Aber das ist alles so gut. Ich meine, man muss es ja wirklich sagen, die Gnade Gottes hat es ja gefügt, dass wir wirklich im gleichen Augenblick, und das ist für mich wirklich eine Frage auch der inneren Formung. Wir sind im gleichen Augenblick Priester geworden. Ja. Nicht? Und in dieses für die Menschen Dasein, da hat uns der Herrgott zusammengespannt. Ja. Und das dürfen wir nicht trennen. Da dürfen wir ihm danken, und wir sind auch durch die Liebe zur Mutter Gottes verbunden. Das natürlich. Natürlich. Sehr marianischen Studenten kennengelernt. Lieber Abt, wir sind am Ende der Sendezeit. Ja. Ich danke allen, die mitgemacht haben, die hier mitorganisiert haben, beim ersten Club 1133. So Gott will, werden wir das fortsetzen. Jetzt bitten wir dich, wie es sich gehört und wie wir es wollen und wie wir es brauchen, um deinen Segen. Wir müssen dabei aber sitzen bleiben, sonst funktioniert das mit der Regie nicht. Aber er greift trotzdem. Ja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs, auf die Fürsprache der heiligen Benedikt und Bernhard, segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Fernsehen verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.